Ja, hallo, meine geliebte Book-Familie, Hörerinnen und Hörer meiner magischen Bibliothek, all die, die ihr mich erst kurz oder auch schon viele, viele Jahre auf meinem therapeutisch wandelnden Weg inklusive des Werkes an sich begleitet. Ich möchte euch heute eine Handrücken-Reibe-Atta, abgekürzt HARA, wunderschöner Name. Dürkheim nannte den Raum im menschlichen Leib zwischen Bauchnabel und obere Schambeingrenze des HARA. Und als ich dann meine Abkürzung für die Handrücken-Reiber-Atta mir aussuchte, kam natürlich sofort, ja, sie heißt HARA. Ja, und ich möchte euch heute eine HARA vorstellen, eine Weiterentwicklung meines Atta-Formates auf der Basis eines ganz wunderbaren Formates, nämlich der MIR-Technik, M-I-R, auf Russisch heißt es Frieden. Mein wunderbarer Jesko wird auch zu dieser Atta einen Link zu deren ursprünglichen MIR-Techniken machen. Und wie schon gesagt, es ist empfohlen und wir haben es auch getestet. Und von 100 Klienten, die Handrücken-Reiber-Atta machen sollten, haben tatsächlich, wenn vorgetestet war, Atta, 50% getestet, die Atta in Form der Handrücken-Reiber-Atta. Dann haben 30% getestet, es ist für sie egal, ob sie den Handrücken reiben oder sich weiterhin Oberarme oder Oberschenkel klopfen. Und nur der Rest hat getestet, dass er sich ausnahmslos klopfen soll. Mir persönlich, als ich das erste Mal diese MIR-Methode erlebte, war das Reiben des Handrückens von Anfang an total nah, weil ich bin ja sowieso ein reibender Mensch. Ich reibe ja auch Menschen, die mich dazu einladen und bei denen ich das darf, gerne viel mehr, als wenn ich sie drücke oder kneife oder knete. Nein, wenn ich einen Menschen berühre, dann reibe ich ihn einfach gerne, ob es der Milchpunkt ist, ob es das Knie ist. Also für mich ist das Reiben, das Kreisen auf menschlicher Haut sowas wie eine Urgeste unserer Spezies. Und man kann ja sogar nachmessen, was mit einem Menschen alles passiert, der gerieben wird. Seine Immunkörper im Grunde werden mehr, sein Serotonin wird mehr. Er entspannt sich, also man kann ja einen Menschen aus der Depression herausreiben. Man kann einen Menschen aus seiner Immunschwäche herausreiben. Und gerade wenn man jetzt den Handrücken reibt, weiß man, dass ganz viele Areale im Gehirn anfangen, sich zu entkrampfen, anfangen, sich zu entkoppeln, dass neue Verknüpfungen durch diese Reibung im Grunde möglich sind. Eher wie bei den Augenbewegungen beim EMDR, ähnlich wie beim Wing Wave oder eben bei EFT und ATTA. Ja, um was geht's aber bei dieser heute ganz spezifischen HARA-Übung? Es geht um Danken, wobei wir ja das Danken kennen. Beim ATTA, die Dankes-ATTA sagt, bei Vamos, alles Gute, was uns widerfährt, kann total verankert werden, kann sogar noch quadratiert werden, wenn wir regelmäßig mit einer Dankes-ATTA im Grunde arbeiten. Also wir editieren den Tag, wir schauen, was ist am heutigen Tag alles passiert, wir sehen alle guten Dinge und wir klopfen uns oder wir reiben und sagen, hey, die wunderbare Bedienung in der Croissanterie, die mich so wunderbar angelächelt hat, als sie mir die frischen Croissants verkauft hat. Danke, 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 Y korrigiere. Oder das tolle Gericht, was heute irgendwie meine demokratischen Grundrechte so grandios verteidigt hat. Hey, hey, ihr wunderbaren Richterinnen. Danke, 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 Y, Y korrigiere. Oder meine Frau hat mir heute wieder den grandiosesten Wirsingwickel über mein schmerzhaftes Knie gemacht. Hey, hey, ich danke dir dafür. Danke, 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 danke. Und immer in die Situation und immer auch zu diesen Menschen mit aller Liebe, mit aller Dankeskraft hineingehen. Es ist ja auch so, dass ich in der Beziehungsarbeit, wenn Paare zu mir kommen, die Probleme haben,
immer damit beginne, so schwierig es ist, ihnen vorzuschlagen, ob sie sich nicht einfach mal bedanken wollen, was an ihrer Beziehung noch gut war, statt es mir eine Stunde lang zu erzählen, was an dieser Beziehung alles schrecklich ist. Und es ist ganz oft so, dass wenn die Paare tatsächlich die Bereitschaft haben, das zu tun, und jeder dankt mal dem anderen 5 Minuten für das, was er mit ihm Positives erlebt hat in den letzten 20 Jahren, ja, dann sind die meisten Trennungsgespräche überflüssig. Also, dass wir uns danken, dass wir regelmäßig uns danken, auch als Paare, aber auch in allen anderen Beziehungskontexten, ist etwas sehr Heilendes, ist etwas sehr Kraftspendendes, ist auch etwas sehr Problemlösendes. Und wie ihr alle wisst, habe ich ja in den letzten Monaten seit unserer Corona-Krise sehr darunter gelitten, wie die Menschen mit sich umgegangen sind, wie unsere Kommunikationsstrukturen den Bach runtergegangen sind, wie wir scheinbar nur in meiner Wahrnehmung alles vergessen haben, was wir über gewaltfreie Kommunikation gelernt haben, über Schatten, wo wir fast nur noch in Schwarz-Weiß gedacht haben und in du bist schuldig und ich bin unschuldig, ich habe Recht und du hast Unrecht, wo wir scheinbar, und ich übertreibe das jetzt, völlig vergessen haben, was Leo Schormey gesagt haben. Wir haben hunderte Male am Tag eine Entscheidung, ob wir uns für die Liebe entscheiden und dafür das Recht haben. Und ich hatte das Gefühl irgendwann mal, und das ist alles auch ein Riesenschattenthema von mir. Ich weiß, und dafür reibe ich meinen Annahmepunkt, weil sonst müsste ich mich erschießen, weil ich so ein schlechtes Gewissen dafür habe, dass ich mir als Spiegelung so eine Realität erschaffe. Ja, und ich hatte so das Gefühl, oh mein Gott, das ist ja alles so schrecklich und das ist nicht mehr meine Welt und ich will nur noch nach Valinor oder nach Pandora, ich will hier weg. Ja, und in dieser großen Not, die dann auch wirklich zu Symptomen führte, ich konnte mit einmal nicht mehr schlafen. Ich hatte wie so ein kleines Burnout. Es war total unangenehm. Rief ich mit meinem hochverehrten Systemlehrer Matthias Varger von Kibet an. Und wir haben durchaus unterschiedliche Anschauungen in dieser ganzen Corona-Frage. Wir haben durchaus unterschiedliche Bewertungen, aber wir lieben uns und wir wertschätzen uns und wir unterstellen uns absolute Redlichkeit bei aller Unterschiedlichkeit, was ja leider auch völlig den Bach runtergegangen ist. Das Unterstellen von Redlichkeit. Bitte zu dem Thema mal meinen Vortrag in meiner Bibliothek angucken über die Zwietracht. Da gehe ich da noch mal ganz gezielt drauf ein. Ja, und ich erzählte ihm das, dass ich jetzt seit 4 Wochen nicht mehr schlafe und fast ein bisschen depressiv bin und schon gar nichts mehr zu Covid irgendwie poste, weil ich die ganze Diskussion nicht mehr haben will und weil ich so darunter leide, dass meine besten Freunde, mit denen ich noch vor einem halben Jahr lachend an einem Tisch gesessen habe, sich nur noch hasserfüllte Kommentare schreiben, wenn sie sich nicht schon entfreundet haben. Und mir ging's echt nicht gut. Mir ging's richtig schlecht. Und ich hatte wirklich Angst, ich rutsche in ein ziemlich tiefes Burnout infolge dieser Covid-Krise, dieses Kommunikations-Armageddons. Und dann sagte er mir, ja, und ich kannte das Thema ja aus Depressionen bei meinen Klienten, auch von Hellinger, wo der Hellinger sagt, die Depression ist oft der Preis für ungedanktes Glück. Also wenn Menschen überhaupt nicht dankbar sind in ihrem Leben für das Glück, was ihnen das Schicksal einfach an sich ins Leben bringt und das alles so völlig selbstverständlich sehen, dann erkranken sie oft an Depressionen. Und wenn man sie dann an dieses Danken heranführt, zum Beispiel Hara mit Dank für alles, was an diesem Tag gut war, oder Atta überhaupt, Dankes Atta für alles, was mir Gutes in meinem Leben widerfahren ist, dann wird tatsächlich diese Depression besser, habe ich zigmal erlebt. Ja, und er sagte mir, Andreas, ja, es ist viel ganz schwierig gerade und es ist auch ganz viel ganz, 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 ganz verworren und verquer und man kann an ganz vielem verzweifeln, aber das hilft dir jetzt gerade nichts bei deiner akuten Erkrankung. Mach mal Folgendes und immer bevor du schlafen gehst, setz dich hin oder vielleicht auch schon, wenn du im Bett liegst
und danke für all das, was in deinem Leben trotz Covid, trotz Kommunikationsarmageddon, trotz Vergessen alles dessen scheinbar in deiner Umwelt, was du 40 Jahre über Schattenarbeit, über gewaltfreie Kommunikation, über Berührungs- und Zärtlichkeitsarbeit gelehrt hattest. Das war nämlich eines meiner Hauptsymptome, dass ich hier das Gefühl hatte, mein Lebenswerk ist so zusammengebrochen. Ich habe den Leuten 40 Jahre versucht, den Schatten näher zu bringen, habe sie aufgefordert, ihren Schatten zu durchlichten. Ich habe die Menschen versucht aufzufordern, Kreisarbeit zu machen, gewaltfrei zu kommunizieren. Ich habe versucht, den Menschen Berührung und Zärtlichkeit näher zu bringen. Und ich hatte das Gefühl, Covid hat es innerhalb von 6 Monaten alles zerstört. Das war mein primäres Gefühl. Natürlich eine Täuschung, natürlich alles meine Schöpfung, ich weiß, aber es war mein Gefühl. Und der Matthias hat es erstmal alles, ja, bejaht und ist nicht schön und ist doof und alles. Aber jetzt setz dich, bevor du ins Bett gehst, wirklich hin und danke für all das, was in deinem Leben schön ist. Trotz Covid, trotz diesen ganzen Katastrophen. Ja, und ich habe gedankt mit Hara, mit Hand, Rücken, Reibeatter, indem ich die Hand, und ihr könnt euch gleich nachher auch nochmal angucken, Jesko wird es hier nochmal posten, wie das Grundformat, aus dem sich die Reibeatter entwickelt hat, mir im Grunde davor geht. Es gibt inzwischen jetzt auch schon andere Reibeatters als YouTube-Tipp. Also generell, ihr legt eine Hand auf den Nabel, ihr könnt sie auch aufs Herzchakra legen. Ich lege sie einfach auf den Nabel oder man kann sie auch direkt aufs Hara mit Hara könnte man sagen, machen. Aber bleiben wir beim Nabel und dann fange ich an, mit der anderen Hand den Handrücken zu reiben. Und auch hier empfiehlt es sich, die Vorübungen zu machen, also die klassischen Mir-Übungen, bevor man mit der Dankesreibung, mit der Einreibung des Dankes beginnt. Man kann aber auch nur die Einreibung des Dankes machen. Und dann, so furchtbar die Welt auch gerade aussieht, so schrecklich die eigene Lebenssituation auch gerade ist, egal, man schaut, was gibt es noch Schönes in diesem Leben. Selbst mit diesen Seuchenzügen, selbst mit den sterbenden Kindern in Afrika, selbst, für was es zu danken lohnt. Und dann reibt ihr und ihr dankt für all die Menschen, die euch in dieser furchtbaren Welt gerade ganz solidarisch zur Seite stehen. Ihr dankt für den Wirsingwickel, den euch eure Frau gestern Abend gemacht habt. Ihr dankt für das gute Essen, was ihr gestern essen durftet, auch wenn euch die Covid-Krise den Hunger eigentlich zergeigt hat. Ihr dankt für das Lächeln der Verkäuferin hinter ihrer Maske im Bioladen. Ihr dankt dafür, dass ihr so viele gute Freunde habt. Ihr dankt für euren Lehrer. Von ganzem Herzen danke ich jeden Abend jetzt für meinen Lehrer Matthias Wager von Kibet, dass er mir diese heilsame Erinnerung an das Danken, selbst in einer so verzweifelten Situation, im Grunde ans Herz gelegt hat. Ich danke für all die Menschen, die ich in meinem Leben lieben durfte, auch wenn sie jetzt vielleicht von mir entliebt sind und nicht mehr da sind. Ich danke für das, was mir das Leben geschenkt hat, für meine Tochter. Und immer, wenn ich das danke, wird dieser Dank natürlich bekräftigt mit dem, das Wunder meiner Tochter, das Wunder meiner unbeschreiblich total tollen Tochter, die mir gestern für meine Burnout-Symptome progressive Muskelentspannung gezeigt hat, wo ich total glücklich drüber war. Hey, für meine Tochter und ihr großes Wissen, was sie sich angeeignet hat. Danke. Danke, gezündet, vibriert, zu 100% unverleugnet. Danke. Und so geht ihr durch alles, was gerade
auch wenn die Situation eures Lebens so schwierig wie möglich ist, dankenswert ist. Ich danke meinem wunderbaren Gernot, der mir jeden Tag meinem Prozess entsprechend homöopathische Mittel raussucht, mit einer großen Geduld und mit ganz viel Hoffnung und der mir jetzt geholfen hat in den letzten 6 Wochen mit dieser Krise halbwegs gut zurechtzukommen und der mich mit diesen Mitteln aus dieser Krise gerade rausführt. Ich danke unserer wunderbaren Dr. Schamfuß für ihre Mikro-Coachings, für ihr Inner Wise, wo sie mir in dieser Krise ganz viel geholfen hat. Ich danke meiner Gabi Happe, ich danke meinem Peider, ich danke meinem Jesko, ich danke meiner Nicole für ihre wunderbaren schamanischen Arbeiten, die sie für mich gemacht hat. Und ich danke allen, selbst wenn das Problem noch nicht ganz gelöst ist, aber ich danke allen, die mir gerade so beistehen, zu 100% gezündet, YY korrigiere. Und ich danke auch all denen, auch den Menschen, die politisch auf welcher Seite der Barrikade, wenn ich es mal so nenne, aufrichtig und ehrend tätig sind. Den danke ich für dieses Tun. Ich danke den Krankenschwestern. Ich danke den Kindergärtnerinnen. Ich danke meinem Schöpfer, dass er mich überhaupt in diese wunderbare Welt gesetzt hat, YY korrigiere, auch wenn ich sie gerade vor allen Problemen, vor aller Not, vor allem Zweifeln, vor aller Nichtberührung so nicht richtig wertschätzen kann. Da danke ich meinem Schöpfer. Ey Mann, Schöpfer, danke, dass du mich in diese Welt gesetzt hast. Und das mache ich, soweit ich kann, mit meinem schlaflosen Kopf. So hysterisch und leidenschaftlich wie möglich. Ich danke und ich danke und ich danke. Und ich danke, dass ich heute so viel essen konnte, weil es mir heute gut geht. Und ich danke aber auch für die 20 Kilo, die ich abgenommen habe im letzten halben Jahr des Covid-Wahns. Und dafür danke ich. Und ich danke sogar denen, die mir in meinem Auftrag meinen noch unerledigten und noch ungeheilten Schatten immer wieder gespiegelt haben, dadurch, dass sie zu Hygiene-Fundamentalisten geworden sind, weil ich da meinem eigenen Fundamentalisten begegnen durfte und den durch Annahme, Reibung und Annahme, Schatten, Atta oder Hara verwandeln durfte. All das tue ich. Und ich danke, ich danke, ich danke, ich danke. Und so konnte ich eigentlich schon nach der ersten Dankesarbeit wieder schlafen. Und der Schlaf ist jeden Tag mit dieser Dankesarbeit besser und besser geworden. Ganz fantastisch. Ich merke manchmal, dass ich während des Dankens, wobei ich ja ständig reibe, einschlafe und dann kurz wach werde und merke, die Hand liegt noch auf dem Handrücken und ich dann noch mal kurz dafür danke, dass dank der Hara ich so gut einschlafen kann. Hey Hara, hey, hey, Handrücken, Reiberatta, hey, hey, Matthias, danke für die Erinnerung an den Dank und danke, die wunderbare Erfinderin von mir, ihr Name fällt mir gerade nicht ein, wie schon gesagt, guckt auf den Link von Jesko. Hey, hey, danke dir auch, damit, weil du mir diesen Hinweis auf das Reiben des Handrückens gegeben hast. Hey, 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 danke, 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 danke. Ja, und ich danke euch, dass ihr jetzt schon 19 Minuten zugehört habt. Und ich danke dem Schicksal, dass ich vielleicht auch euer Schicksal durch diese Hara beeinflussen durfte. Ja, und ich freue mich auf eure Feedbacks, ich freue mich auf eure Heilungserlebnisse. Ja, und ich danke der Schöpfung, dass ich 2 Hände habe, mit denen ich reiben kann. Menschen und Handrücken und auch meine eigenen. In dem Sinne, danke Jesko, dass du aus dieser Aufnahme einen wunderbaren YouTube-Tipp machen wirst. Ja, und für dich und mich und die Erben der Zukunft. Aho.